Ich habe für mich eine neue Disziplin entdeckt und die möchte ich euch ganz kurz mal näher bringen. Und zwar geht es um die Disziplin ZG5 im BDMP, Zielfernrohrgewehr 5. Bei ZG5 schießen wir mit Kleinkaliberbüchsen. Zugelassen sind alle KK-Repetierbüchsen, Selbstladebüchsen, Einzelladerbüchsen, Kaliber 22 LR Randfeuer. Wir haben bei dieser Disziplin die Möglichkeit, ein Zielfernrohr mit beliebiger Vergrößerung einzusetzen. Du kannst auch da ein Zielfernrohr so nah ranzoomen, wie du Bock hast, wie du es verkraftest, wie du es ausgleichen kannst, was die Körperbewegung betrifft. Hier gibt es keine Einschränkung. Ein bisschen kompliziert, ein bisschen schwammig formuliert ist das Thema der Schaftstützen. Ich persönlich kann es nur von mir ausgehen, was ich verwendet habe, und zwar meine Savage Mark II BTVS, vorne montiert mit einem Fortmeyer H184 Zweibein. Das ist zulässig. Zwei Beine dürfen verwendet werden, auch drei Beine, also sprich vorne Auflage und dann zum Schrauben, kenne man ja. Aber wenn ich dann auch eine Hinterschaftstütze nehme, darf nur einer dieser Stützen einstellbar sein. Das heißt, wenn ich vorne mein Zweibein habe, wie jetzt hier, dann kann ich eine einstellbare Hinterschaftstütze nehmen. Diese muss aber aus einem Ohrensack bestehen, der mit Sand gefüllt ist. Was ich gerne verwende, das ist aber immer abhängig vom Stand, ist dann so eine kleine Laborhebebühne. Ist eigentlich recht praktisch, weil der Ohrensack passt da genau drauf, und ich habe dann hier die Möglichkeit, über diese Rändelschraube die Höhe ziemlich gut und ziemlich präzise fein einzustellen, wie ich es gerade benötige. Geschossen wird diese Disziplin auf die BDMP-Scheibe Nummer 6, bestehend aus vier kleinen Scheiben hier oben, also Spiegel hier oben. Das ist für die Probeschüsse. Die Anzahl Probeschüsse ist beliebig, solange du innerhalb deiner Zeit bleibst. Und dann haben wir 25 Einzelspiegel. Gesamtgröße sind 5 x 5 cm, die Spiegelchen selber etwa 3,9 cm groß. Es wird immer nur ein Schuss pro Spiegel abgegeben. Für mich war es das erste Mal überhaupt, dass ich diese Disziplin schieße. Es war sehr interessant, weil man hat dort Schützen, die kommen halt mit ihren Einzelladerbüchsen vorne, von mir aus mit entsprechenden Laufgewichten, Barrel Tuner, 400 Gramm Abzügen und so weiter. Das ist aber nicht ganz meine Welt, wie ihr wisst. Ich bevorzuge halt doch lieber Mainstream, Standardkram, also hier die Savage Mark II. Und die hat auch gar nicht mal so schlecht performt. Also ich bin zumindest mal, Tagesziel wurde erreicht, nicht letzter geworden. Ihr seht hier meine Ergebnisscheibe. Ich bin drittletzter geworden. Aber es war auch für mich kein Training und das erste Mal diese Disziplin. Habe versehentlich, was mir auch lautstark dann mitgeteilt wurde, in der unteren Reihe auf die 21 und 22, seht ihr auf der Ergebnisscheibe, da sind keine Treffer, die sind blöderweise beim Standnachbarn gelandet, was er mir, wie gesagt, lauthals auch mitgeteilt hat. Ich habe mich bei ihm mehrfach entschuldigt. Wir sind noch cool miteinander, muss man sagen. Dadurch fehlen mir natürlich zwei Scheiben, sonst wäre ich gegebenenfalls noch mal, vielleicht noch mal ein Plätzchen weiter nach vorne gekommen oder zwei. Keine Ahnung. Ist müßig, darüber nachzudenken, aber das ist so ein bisschen in der Rubrik Shit Happens. Das ist halt Wettkampf. Man hat in Summe für Probe- und Wertungsschüsse 30 Minuten Zeit. Das heißt, die Zeit startet und du kannst, solange du willst, Probeschüsse abgeben auf diese vier Ringscheiben hier oben. Du kannst auch zwischendrin auf die Probescheiben schießen, wenn du eine kurze Pause brauchst oder du kriegst ein bisschen Flimmern und musst dich irgendwie ein bisschen neu justieren oder vielleicht das Zielfernrohr noch mal kurz ein bisschen nachjustieren, die Parallaxe oder was auch immer. Das heißt, du bist da relativ frei in dem, was du tust, und das ist eigentlich ziemlich cool. Die Disziplin macht sogar Spaß, und der Vorteil ist, da sie nur auf 50 Meter geschossen wird, kannst du das wunderbar auf jedem x-beliebigen DSB-Stand trainieren. Solange da keiner mal wieder dazwischen funkt, von wegen keine DSB-Disziplin, bladibladiblub. Angelehnt ist diese Disziplin ein wenig an die BR50 vom BDS, glaube ich. Wie gesagt, sie macht
durchaus Spaß. Sie ist ziemlich interessant. Ich konnte leider keine Kamera aufbauen, sonst hätte ich euch ein paar Sequenzen gezeigt. Aber das ist halt bei den Wettkämpfen nicht immer ganz so einfach. Und ich hatte auch nur sehr, sehr wenig Zeit. Also ich wollte ja eigentlich auch die Longshot-Kamera mit dem Spektiv aufstellen, aber ich hatte tatsächlich nur noch nicht mal 5 Minuten Zeit, um mein Gelups an sich auszupacken und mich dann quasi einzurichten. Das war ein bisschen blöd. Ich werde aber mal gucken, ob ich vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich selber auf dem Stand bin, 50 Meter, vielleicht beim Christian, mal gucken. Christian Zech, wir machen mal ein Date und dann machen wir mal ein bisschen ZG5 bei dir. Dann nehmen wir die Kamera mit und nehmen das auch mal ein bisschen auf. Wie gesagt, ich finde die Disziplin sehr, sehr interessant, sehr cool. Sie ist sehr offen. Du kannst es letzten Endes schießen mit jeder KK-Büchse, egal ob Selbstlader, Repetierer, wie auch immer, Einzellader. Schaut euch das in der Sportordnung mal an. Ich poste euch einen Link zur Sportordnung unten Langwaffen. Dort ist alles entsprechend beschrieben. Wie gesagt, geschossen habe ich es mit der Savage Mark II, mit dem Vector Optics Continental SCFF 41, 5-30x56 mit dem 34er Tubus. Und der nächste Streich, mal gucken, wie ich da die Kamera eingesetzt bekomme, ist jetzt am kommenden Wochenende Long Range Rimfire Cup. Da werden wir mal schauen. Was natürlich auch relevant ist bei der ganzen Geschichte, bei dieser ZG5-Disziplin, wie bei jeder anderen, muss natürlich auch die Kombination aus Waffe und Munition funktionieren. Ja, wenn bei dir die CCI Standard Velocity gut laufen, hey, benutze sie. Wenn die Minimax laufen, hey, benutze sie. Laufen bei dir die SK Long Range oder die RWS Plus Long Range, benutze sie oder jede andere Patrone auch. Wichtig ist nur, dass die Patrone harmoniert. Und dann werden wir mal sehen, wie die SK Long Range aus dieser Büchse am Sonntag auf 100, 200 und 300 Meter performt. Ich bin gespannt, ob ich überhaupt welche treffe auf 200, 300 Meter. Ich habe es noch nicht trainiert, ich habe gar nichts gemacht. Das ist aber bei mir üblich. Ich gehe gerne mal auf Wettkämpfe ohne Training. Das macht den Reiz ein bisschen größer. In diesem Sinn, wie gesagt, das ist nur ein Vorinformationsvideo. Ich werde auf jeden Fall noch mal ein Video machen von der Disziplin selber, während ich sie schieße. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.